Ja, mein Name ist Jan Brünsing. Ich bin ein Facharzt für Innere Medizin hier in der Mediapark-Klinik in Köln. Wir sind eine große internistische Praxis mit zeitweise bis zu 5 Ärzten. Wir haben viele Patienten, die seit Jahren zu uns kommen. Wir haben viele Chroniker, einen großen Patientenstamm an rheumatologischen oder gastroenterologischen Krankheitsbildern, die unter Immunsuppression, also unter einer Medikation behandelt werden, die das Immunsystem runterfahren. Und das sind schon Patienten, die vulnerabel sind vor Corona-Infektionen. Da war also schon Handlungsbedarf gegeben. Zumal auch die dann zu Routinekontrollen in die Praxis kommen müssen. Das kann man nicht alles telefonisch und per Videokonferenz machen, sodass wir nicht drum herum kamen, irgendwas zu machen, um die Patienten hier nicht in eine Gefahrensituation zu bringen. Die Problemstellung bei uns ist, dass wir keinen eigenen ausgewiesenen Warteraum haben, der jetzt eine Lüftungsmöglichkeit hat, wie ein offenes Fenster oder so. Das bei uns ein großer Bereich ist vor dem Empfang, wo die Patienten quasi auf die Ärztekontakte warten und dass halt kein Fenster in der Nähe ist, was man öffnen kann, sodass wir quasi auch nach Lösungen gesucht haben, dort was für die Infektionsgefährdung zu machen. Und so sind wir auf Trotec gekommen mit den Luftfilteranlagen, die mit einem hohen Luftdurchsatz auch bei diesen nicht belüfteten Räumen eine Aerosolreduktion hinbekommen. Zumal ja auch da für diese Trotec-Geräte gute Studien da sind. Ich weise jetzt nicht extra die Patienten darauf hin, dass wir sagen, wir machen das für die Raumluft, aber es ist ja schon so, dass die Patienten fragen, was ist das für eine weiße Kiste, sodass ich am Ende jetzt tatsächlich auch einen kleinen Aushang dazu gemacht habe, warum steht dieses Gerät da und was macht es. Und die Reaktion ist durchweg positiv, dass wir auch neben Abstand, neben Masken und den ganzen Hygienemaßnahmen eben auch aktiv was dafür machen, dass hier ein bisschen mehr Sicherheit herrscht. Die Stimmung ist halt immer, das war ja letztes Jahr auch so, im Sommer war die relativ gelöst. Trotzdem hatten wir Fälle, wir hatten auch Fälle, die durchaus ins Krankenhaus gekommen sind. Das heißt ja nicht, weil die Inzidenzen sinken, dass man nicht persönlich schon sich infizieren kann. Und gerade in der Zeit, wo so ein bisschen diese Lockerheit entsteht, wo man die Leute wieder ein Bierchen auf der Straße trinken sieht, ist es ja manchmal so, dass auch ein bisschen die Vorsicht sinkt. Und gerade dann, glaube ich, wenn sich die Patienten dann in so einer falschen Sicherheit wiegen und hier bei uns im Wartezimmer rumsitzen, und dann doch mal jemand mit einer hohen Viruslast im Rachen hier auftaucht. Gerade dann ist es, glaube ich, gut, wenn man sich so ein bisschen um die Sicherheit Gedanken gemacht hat. Ich glaube, ich würde auch keinen Zeitpunkt definieren können, wo ich sage, ich schaffe unser investiertes Gerät wieder ab. Also jetzt läuft es da. Die Patienten sind auch sehr zufrieden, dass wir was machen. Und ich würde es auch einfach weitermachen, weil die nächste Influenza-Welle oder die nächste Corona-Welle, die kommt bestimmt.